Bist du bereit für Party, Tanz und Musik? Der Eurovision Song Contest kehrt dieses Jahr nach Malmö, Schweden zurück. Musikfans jubeln, genauso die Wirtschaft. Was der Song Contest dem Land bringt und warum sich heuer vor allem Vegetarier freuen dürfen, das erfahrt ihr hier. Was haben Celine Dion, Johnny Logan, Lena Meyer-Landrut und Conchita Wurst gemeinsam? Genau, sie alle haben den Eurovision Song Contest schon einmal gewonnen. Und sie zeigen, wie vielfältig der ESC ist. Von Pop bis Rock, von Folk bis Elektro. Beim ESC ist wohl für alle Musikgeschmäcker etwas dabei. Vor allem die spektakulären Bühnenshows beeindrucken immer wieder aufs Neue. Ein Land, das eine ganz besondere Beziehung zum ESC hat, ist Schweden. Schweden gleich aber. Diese Gleichung ist wohl die bekannteste des Eurovision Song Contest. Am 6. April 1974 gewann die schwedische Gruppe ABBA mit Waterloo den Eurovision Song Contest in Brighton. Passenderweise findet genau zum 50-jährigen Jubiläum der Event in Schweden statt. Genauer gesagt in Malmö. Die schwedische Stadt ist aber kein Neuling, wenn es um den ESC geht. Bereits 1992 und 2013 ging das musikalische Großevent hier über die Bühne. Schweden lässt sich dies einiges kosten, denn Malmö investiert rund 2,5 Millionen Euro, 30 Millionen schwedische Kronen in die Veranstaltung. Dennoch soll es auch eine nachhaltige Veranstaltung sein. 90% aller Dekorationen, einschließlich aller Banner und Schilder, sollen nach dem Ende des Eurovision Song Contest wiederverwertet werden. Außerdem wird ausschließlich vegetarisches Essen serviert. Das alles so nachhaltig, regional und klimaschonend wie möglich. Und die Organisatorinnen setzen voll auf fossilfreien Transport. Großevents wie der ESC sorgen für einen regelrechten Besucheransturm. Das bedeutet gleichzeitig, dass vieles teurer wird. Trotzdem strömen die Fans auch heuer wieder nach Malmö. Von diesem Boom profitieren vor allem der Tourismus und die Gastronomie. Bei der letzten Austragung des ESC in Malmö wurde im Tourismus ein Umsatz von etwa 50,5 Millionen Euro generiert. Ein klarer Mehrwert für die Stadt. Und trotz Ticketpreisen von bis zu über 300 Euro wird das skandinavische Land bestimmt auch heuer wieder das Publikum mitreißen. 2023 haben über 160 Millionen Menschen zugesehen und über 80% der Schwedinnen und Schweden waren live oder vor dem Fernseher dabei. Dies wird im ABBA-Jubiläumsjahr bestimmt übertroffen werden. Somit bleibt nur noch zu sagen, thank you for the music. Mit diesem Song eroberten ABBA 1977 die Herzen ihrer Fans. Jetzt sind wir gespannt, wem heuer die Herzen der ESC-Community zufliegen. Willst du mit Lookout auf dem Laufenden bleiben, dann schau dir auch die Videos links im Bild an und abonniere unseren Kanal.